Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampyrs. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir waren ja letztes Mal hier stehen geblieben und haben ein paar aufgehalten, was sich verwandelt hat. Also zu Skulls, und zwar ein paar der besonderen Skulls. Können wir hier eigentlich Blut analysieren? Zu analysieren. Belebende Blutprobe. Das werden wir uns jetzt gleich angucken, aber wir brauchen erstmal ein bisschen Medizin. Okay, da fehlt uns leider wieder was. Ich guck das mal an. Belebende Blutprobe. Eine kleine Menge belebendes Blut mit den Ausdauer-Sera für Vampire hergestellt. Oder was damit hergestellt werden kann, okay. Cool. Ja, das ist die wahrscheinlich die verbesserte Variante. Irgendwo habe ich schon Stufe 3. Ihr seht ja, was das schon regeneriert, ne? Okay. Wir haben jetzt nochmal ein bisschen Medizin genommen. Und mitunter sind die Augen besser, mal schlechter. Ist das normal? Und ich glaube auch, dass unser Bart laufend wächst. Ich weiß gar nicht, ob wir den irgendwie mal entfernen können. Ach so, wartet mal. Frage die. Also ich muss wahrscheinlich irgendwo hier noch eine Person finden, die uns erzählt, ob da jemand ist, der krank ist, ne? Ja, warte mal. Wow. Seht ihr das? Das gefällt mir gar nicht. Da müssen wir gleich rein. Kann man da auch irgendwie durch? Wartet mal. Also das interessiert mich jetzt. Also die ist da reingegangen, kommt aber nicht mehr raus. Und sie scheint auch besondere Kräfte zu haben. Ist das? Your father and I have spoken about your fiancé, Mary. We believe he'll be an honorable husband for you. We'll set a date for the marriage then. That way, I'm sure one of my children will give me grandchildren. I understand your thirst for knowledge, Jonathan, and your father and I are proud of it. But you are not that young anymore, my son. When will I meet your soulmate? You can ascribe my romantic tendencies to my French origins if you want, Aubrey. But I'll never cease to believe in a match made in heaven, my beloved. I really wish you could meet her mother. You would love her. Okay, wahrscheinlich hat sie eine Krankheit. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir sie beobachten können. Aber gut. So, ich wollte jetzt mit einer Person reden. Wartet mal, wie ging das denn hier nochmal raus? Das Problem ist, wie gesagt, sich hier zu merken, wo es lang geht. Wartet mal. Schnippidibabadu. Wir reden mal mit der Tochter von, wie hieß sie nochmal? Unsere Freundin. Ah, verdammt, ich habe den Namen vergessen. Hier war doch gerade. Hallo? Ein Disc gerade. Ihr habt es auch gesehen. Ah, jetzt. Parfümflakon. Cool. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. Steh auf deine Mutter. So, über lokale Ursachen der Epidemie. Mal gucken, was er uns zu sagen hat. Ist sie überhaupt gesund? Ja. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage.
awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Okay, mal gucken. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Genau, Lady Ashbury. Mensch, wie konnte ich den Namen vergessen? Wo ist jetzt hier? Also, wir haben erst den zweiten Infektionsherd bekämpft und jetzt müssen wir den ersten bekämpfen. Und dann hoffentlich können wir damit das hier auch soweit beheben. Okay, bevor ich jetzt irgendeinen Fehler mache, ist hier irgendjemand an dem Ort. Ich möchte Vampire Hunters sniffing around here. I need to find out what they're after. Ja, das gefällt mir gar nicht. Vor allem, was für eine Stufe haben die eigentlich? Der Stufe 27. Okay, da ist ein Priester. Okay, der Stufe 28. Das war knapp. Okay, mal gucken. Wir müssen vorsichtig sein. Okay. Bis jetzt läuft's ganz gut. Wow. Alter, du bist ja mal mies, Junge. Wow, wow. Nein. Oh, verdammt, was hat denn der gemacht? No, 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 no. Kein Bock. Das war sehr knapp. Okay, und hier irgendwo soll das Gebäude sein, ja? Alter, die werden immer stärker. Und da hinten ist der Scharfschütze. Der ist gefährlicher als jemand anderes, weil er nämlich schon vom Weiten verbrennen kann, wisst ihr? Viel Spaß damit, meine Freunde. Ja, da brauchst du aber noch ein Weilchen, mein Freund. Oh, komm her. Ich brauche nur ein bisschen Tomatenmark von dir. Und noch ein Schlag. Na, ist ein Problem, mein Freundchen. Ei, warum habe ich den nicht getroffen? Ich liebe es. So, und damit du hier nicht zu schnell stirbst. Oh, er ist doch schon umgefallen. Cool. Ah, das gefällt mir an dem Spiel so. Wisst ihr, weil das ist echt so cool gemacht. Und das ist, was mich mitunter auch so freut. Okay, wir haben hier Schmiermittel. Okay. Hier sind eine Menge Ratten. Das ist kein gutes Zeichen, meine Freunde. Muss ich mich heilen? Ne. Oh mein Gott. Hier wurde jemand umgebracht. Okay, mal gucken. Also, wir haben eine tote Frau. Eine Menge Blut. Vielleicht war das ja der Ehemann. Hier schon wieder ein Parfümflakon. Oh, da haben wir gerade eine dickflüssige Blutprobe bekommen. Für was die wohl da ist. Okay, mal untersuchen wir die junge Frau hier. This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. But it by die ist doch gar nicht so alt, oder? Die sieht noch relativ jung aus. Oder täuscht gerade ein bisschen.
Ich höre nichts. Auf jeden Fall wurde derjenige von Wut gesteuert. Okay. Wahrscheinlich wieder ein Skull. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Vampir ist. Oh mein Gott. Okay, der Mann ist wahrscheinlich auch tot, ne? He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. Du tust mir leid, mein Freund. Das hat kein Mensch verdient. Ach, du bist kein normaler Mensch. Okay, es führt uns nach unten. Eine schöne Statue. Das ist ein Diener, oder? This one's neck is broken. He was young. Probably the son. Alter, das ist richtig schlimm. Also das gefällt mir schon mal überhaupt nicht. Guck mal, wenn wir da hinten haben. Der lebt noch. Ey, hier stimmt irgendwas nicht. Hier stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Könnt ihr euch vorstellen, dass derjenige daran Schuld trägt? Erstmal alles schön mitnehmen. Also wenn das ist, ne, dann wundere ich mich aber. Oh mein Gott. You killed your family. They mocked my talent. Na, super. Alter. Elsa Mulaney. Naja, besonders stark ist die jetzt nicht. Hallo? Komm, gib her deinen Saft. Auch wenn du räudig bist. Alter, was war denn das? Ist aber richtig räudig, hör auf mich anzukotzen. Ist ja eklig. Aber richtig hart. Wow. Oh nee, da stellen sich bei mir alle Nackenhaare auf. Okay, ich werde sie gleich erledigen. Und zwar mit meiner stärksten Attacke. Oder auch nicht. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dass die das überlebt. Oh, Alter! Wer hat dir erlaubt, mich anzureiern, ne? Du merkwürdige, eklige Tante. Alter Falter. Ich meine, wir haben es ja gesehen, dass die tot war. Aber der Doktor musste ja ein bisschen mitspielen. Ist es in der Bude hier? Ne, ist draußen. Ach, jetzt kommt bestimmt gleich Vampirjäger. Würde mich zumindest nicht wundern, wenn es so wäre. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Über mir, oder? Hier. Wartet mal, ich bin gerade voll irritiert. Wie soll irgendwas sein? Ach, hier. Brief von Doris Fletcher Schauspielschule. Liebe Elsa, es ist mir eine große Freude, dir mit diesem Brief deine Aufnahme als Privatschülerin an meiner Schauspielschule zu bestätigen. Die kleine Szene, die du letzte Woche freundlicherweise für mich dargeboten hast, hat mich davon überzeugt, dass du das Zeug zu einer echten Schauspielerin hast.
Schleue, Format und Mut. Als Privatschülerin wirst du von mir persönlich unterrichtet und betreut. Während dieser intensiven Unterrichtsphasen solltest du in der Schule wohnen, denn ich bin fest überzeugt, dass nur die uneingeschränkte Hingabe das volle Potenzial meiner Schüler freilegt. Also vergiss bitte nicht, Nachzeug und alles andere mitzubringen, das du brauchst, um eine Woche in meiner Schule zu verbringen. Mit freundlichen Grüßen, Doris Fletcher, okay? So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher Acting School. Okay. Ich glaube, sie ist die Übeltäterin hier an dem Ort. Wisst ihr, eigentlich müsste ich jetzt nämlich auch wieder zurück zum Krankenhaus. Komm, ich gehe hier raus, wo ich reingekommen bin, oder? Wäre wahrscheinlich am besten. Es tut mir leid, dass ich euch nicht schützen kann. Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. Oh mein Gott. Ne, ich bin nicht stark genug gerade. Eigentlich. Naja, sollte ja kein Problem sein. Tut mir leid, mein Freund, aber ich habe jetzt gerade keine Zeit für dich. Oh. Tschüss, geh eine Runde schlafen. Hast dir es verdient. Okay, ich brauche ein bisschen Blut, weil ihr habt es ja gemerkt, das ist schon echt ordentlich, ne, was sie austeilen können. Und ich muss ja gut vorbereitet sein. Also erstmal schön an den Ratten rumknabbern. Ich weiß, dass es abscheulich ist, aber was willst du machen, wenn du kein Mensch essen kannst oder aussauen darfst? So. Okay. Finde Doris Fletchers Theater. Ja, das sollten wir an sich ja schon machen, aber das habe ich eigentlich noch gar nicht vor, weil wisst ihr, das Problem ist, wenn wir mich zu früh irgendwas hier handhaben, was wir eventuell nicht machen sollten. Oh, ich gehe falsch. Dann könnte das für mich problematisch werden. Und das möchte ich natürlich nicht. So, wir werden jetzt wie gesagt zum Krankenhaus gehen, weil ich muss ein paar Leute heilen. Naja, muss eigentlich eher weniger, aber ich möchte. Weil wir haben nun ja einige Leute schon, oder ja, den ganzen District da verloren. Und das ist natürlich nicht so cool gemacht von uns gewesen. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt hier hinten. Das heißt also, da muss ich lang. So, ich muss jetzt erstmal diese ganzen Dinger hier wegmachen. Das Einzige, was mich interessiert, ist, wie komme ich nach Hause? So. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Wir sind ja nun schon relativ weit. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht mehr ganz so lang werden wird. Das ist einfach nur meine Vermutung. Okay, das Spiel lädt kurz. Denn, wie ihr wisst, wir müssen ja den Leuten helfen, weil umso besser wir ein District schützen, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir diese spanische Grippe, die ja keine ist, halt denn schützen können. Wisst ihr, was ich meine? So, jetzt muss ich nur noch gucken, wo bin ich denn jetzt genau? Ich bin jetzt hier hinten. So, das heißt also, ich laufe jetzt hier nach oben. Ich weiß, ich mache mir jetzt einen Umweg, aber ist egal. Whitechapel ist bedenklich. Da, das ist nicht so geil, ne? Dann muss ich jetzt hier noch ein paar Leute finden und die auch noch helfen. Okay, gesund. Gesund. Irgendjemand brauchte bei uns was gegen Blutvergiftung, ne? Oh, ich laufe voll falsch jetzt schon wieder. Das geht mir auf den Nerv.
Okay, hier hinten jetzt lang, oder? War das richtig? Ich sehe, wie gesagt, nicht durch. Das liegt an dem Spiel und an dem Bau, ne? Für das hier alles... Ey, hier komme ich doch gar nicht lang. Okay, der Albert ist auch gesund. Gibt es hier noch irgendwelche anderen Leute? Ich glaube, jetzt laufe ich richtig, ne? Da unten muss ich lang, genau. Das war jetzt aber nochmal nur, um zu überprüfen, ob wir hier richtig sind. Oh, ja, stimmt. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Ort, der feindlich ist, ne? Ne, bedenklich. Oh, die haben mich nicht gleich angegriffen. Ist ja selten. Okay, hier ist bedenklich. Wisst ihr, was der Witz ist? Ich habe hier schon einige Leute geholfen, aber das reicht anscheinend denen nicht. Und irgendjemand fehlt hier. Da, der hat eine Blutvergiftung. Dem muss ich helfen. Okay, er braucht was gegen eine Blutvergiftung. Kann ich dir meine medizinische Expertise, Mr. Peterson? Keep your medicines for others. Nein, du brauchst sie auch. There is a thin line between pride and stupidity, sir. Please take this medication. You'll feel better. All right. I'll take it then. It's not like I don't appreciate the gesture. Jo. Goodbye, Mr. Peterson. Der ist unbekannt. Habe ich den nicht eigentlich auch schon mal geholfen? Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Der hat auch eine Blutvergiftung. Alter, was geht denn hier ab? Do you need help, sir? To be honest, I'd prefer you take a look at my stuff. I'd rather be rich and sick than the contrary. Ja, aber krank bist du irgendwann vielleicht mal tot, mein Freund. I don't quite agree, but I won't argue with you. Please take this. You'll feel better. Really? Free? Don't take it personally, but charity usually comes at a price. Human nature being what it is. Goodbye for now, Mr. Lewis. Oh. Erholt sich auch. Na seht da, so muss es sein. Dann können wir ja jetzt, wenn ich jetzt weiß, wie es hier zurückgeht. Genau, wir müssen jetzt den langen Weg nehmen, ne? Ne, das ist der falsche. Also hier. Ja, gut. Ja, sorry Leute, dass ich so häufig mitunter auf der Karte gucke. Aber, ja, ist nicht so einfach, hier durchzusehen. Ja, stimmt, wir sind ja von hier gekommen, Mensch, also... Die machen wir schnell fertig. Tja, mein Freund. Du hast der falschen Art und warum bist du kein Ekon? Kein Unsterblicher. Kein wolfwertiger Vampir, hä? Warum gibst du dich mit der Scheiße hier ab? Aber macht nichts. Ich erlöse euch davon. Okay. Da ist schon wieder eine große Bestie. Da sind Ratten. Das heißt doch hier irgend... Ja, ich habe jetzt keine Zeit mit dir, ihr Kumpel. Ich habe noch ein paar andere Sachen zu erledigen. Also scher dich zum Teufel. Nein, den werden wir richtig schön kaltblütig von hinten auslutschen. Ich habe meinen Lolli vergessen. Kannst du mir deinen borgen? Also deinen Körper, besser gesagt. Okay, das hört sich jetzt ein bisschen ekelhaft an, aber ist mir egal. So. Der ist dann auch hin. Naja, fast.
Noch ein Schlag. Blub, weg ist er. Er muss sich da hinten lang und dann da bin ich schon fast da. Okay, der Stufe 23, der 22. Ich hoffe, der sieht mich vorher nicht. Wie geil ist das denn? Oh, cool. Oh, bin ich dir etwa zu schnell? Tja, vielleicht solltest du mal ein bisschen Spinat essen. Der bringt uns ja leider nichts mehr. Und wir sind nämlich zu Hause. Da muss ich jetzt noch mal ganz kurz ein paar Sachen auseinandernehmen. Da, Erschöpfung. Naja, gegen Erschöpfung haben wir immer eigentlich mehr als genug. Aber trotzdem muss ich noch was auseinandernehmen, ne? Was haben wir denn hier noch? Ja, gut. Alt auseinandernehmen, was wir haben. Außer, wenn es Wasser ist, natürlich. Parfümflakon. Mensch, ich hab's heute. Flasche mit Alkohol. So, und jetzt brauchen wir noch ein paar Sachen. Und zwar eine Narkolösung für Blutvergiftung, für Bronchitis. Eine Entzündung geht nicht. Aber gegen Erschöpfung oder Blutarmut, ne? Okay, das ist gut. Dann brauchen wir jetzt immer diese Standardsachen hier. Ich weiß, die sind nicht die besten, aber die helfen uns halt, ne? Was ist das hier? Gut. Dann müssen wir jetzt mal nach unten laufen. Das ist halt ein Rollenspiel, meine Freunde. Das heißt also, wir müssen auch eine Menge versuchen, den Leuten hier zu helfen. So, die hat eine Erkältung. Aber so viele sind nicht krank. Also bis jetzt geht's ja. Sind ja nur zwei oder höchstens drei Leute. La, dam, dam. Ja, das sind wirklich nur die hier. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Moin, moin. Do you need medical help yourself? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. Das macht doch gar nichts hier, mein Schätzchen. Not under my watch, nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reed. Keine Ursache. Goodbye, Nurse Hawkins. Wo war denn der Junge, der sich eingesperrt hat? Hier gab es nämlich irgendwo eine Stelle, hier auf der anderen Seite. Und die konnten sich doch selber einsperren, ne? Also abschließen, den Raum. War der nicht? Ist egal, ich habe die gerade beide vertauscht anscheinend. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Leider nicht. Leider nicht. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Im Übrigen, Leute, werden wir jetzt, werden wir uns aufleveln? Wartet mal, ich gehe jetzt nochmal die verschiedenen Stellen abklappern. Wir werden auf jeden Fall bei dem nächsten Mal, weil ich nicht weiß, machen wir das beim nächsten Mal. Weil das mit den Grand Groig Null, das könnten wir zwar machen, aber, nee, habe ich keinen Bock. Zumindest jetzt nicht.
Deswegen machen wir das beim nächsten Mal. Wir müssten noch so viele Leute helfen. Und das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Oh, wir haben schon 1107 Leben. Mensch, da sind wir ja schon gut. Newton Blight. Ach, der war ja, ja, stimmt. Der war auch noch krank. Die erholen sich. Bei denen haben wir keine Ahnung. Okay, und da haben wir, beim West End haben wir auch nicht weiter geguckt. Und hier wissen wir, dass alle tot sind. Das heißt also, da kann ich keinem mehr helfen. Ach ja, so eine Kacke. Jetzt muss ich nur noch den Newton Blight finden. Ach ja, stimmt. Der ist ja mit seinem Freund unten beim Doc. Die wollen ja nicht ins Krankenhaus gehen, warum auch immer. Ich glaube, weil es voll ist. Aber so genau wissen tue ich es jetzt gerade nicht. Ich werde jetzt nur noch in die Nähe von ein Versteck gehen, am besten. Wo wir es nicht mehr weit haben, um zu ja, der Mission zu kommen. Und dann aber erstmal mich aufleveln, ne? Der war krank, genau. Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. You doing your rounds as usual? Aber sicher doch. Do you need medical attention, sir? Afraid so. In the war, I was always worried about picking up something, getting some infection. Unfortunately, got that fear in London now. Throughout history, some diseases have done more damage to armies than any weapon created by man. You are wise to be careful. You're working at the Pembroke Hospital, aren't you? That's a good enough reason for me and Oswald to go there. Ja, warum gehen die denn da nicht hin? Kann ich denen jetzt sagen, dass die da hingehen sollen? Rattenphobie? Nee, das mache ich mal nicht. Gehen Sie zum Pembroke Hospital. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. Ja, warum nicht? Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Ich rede noch mal ganz kurz mit ihm hier und dann gehen wir dahin, wo ich hin wollte. Evening, Dr. Reed. Are you concerned about the conditions here in London? Not really. Sick people, men in arms, fighting every night. I already faced all this during the war. Okay, lappa lappa diru. Die Mist benötigt, haben sie Arbeit, warum sagen sie fest, das haben wir alle schon mal gefragt. Goodbye, Mr. Thatcher. Try to take care of yourself. Okay, es hat sich jetzt leider nicht ganz so gelohnt, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich meine, das muss ja auch sein, wisst ihr, dass man mal so Probleme hat. Okay, wir haben hier hinten, haben wir einen Unterschlupf. Das bedeutet, warte mal, ist es... Ist das nicht von Lady Ashbury der Platz? Ne, die Lady Ashbury ist da hinten. Gut. Dann gehen wir jetzt nochmal dahin. Das heißt also die Brücke hoch und dann sind wir schon da. Da sind wir bei fast 36 Minuten, falls es noch zu kämpfen kommt. Also ist in Ordnung. Ach ja, gegen die will ich noch kämpfen. Das wird lustig. Der ist gleich weg vom Fenster. Oh, guckt mal, der lebt ja doch noch. Wie geht denn das? Hä, wie geht denn das? Vielleicht hat er ja seinen Pfeil der Liebe auf ihm raufgeschossen. Ach nee, der ist ja mit Feuer. Hupsi. Naja, egal. Gut, dann sind wir ja fast da, wo ich hin wollte. Der Bezug ist fast gesund. Gut. Und wo soll jetzt dieser Punkt gewesen sein, der hier... Bin richtig, wartet mal. Dann kann es ja nur hier hinten da hochgelangen, wo wir... War das hier hinten? Ich glaube ja. Ja, ich glaube schon. Ach ja, wie geil ich diese Stadt hier einfach nur finde.
London ist schon ein schönes Stück. Also zumindest jetzt in dem Spiel. Ich weiß nicht, wie es in der Realität aussieht. What? Ihr habt es auch gehört, oder? Ausrotter von Priven. Naja, egal. Sind wir jetzt eigentlich bei der Sicherheitserzählung? Ne? Jo, da sind wir. Das ist richtig, richtig geil. So, gut, Leute. Ich würde mal sagen, das sollte es dann erstmal gewesen sein. Wir werden beim nächsten Mal, wenn wir von hier aus Doris Fletchers Theater mal in Beschlag nehmen, mal gucken, was wir rausfinden. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Ich würde mich auch sehr über ein Abo, ein Like oder einen Kommentar eurerseits sehr freuen. Also, bis denn und tschüss.